Ja, hallo. Ich lese mal kurz zwei Passagen vor aus dem Buch, aus dem E-Book, natürlich verlinkt. ET 101, die kosmische Bedienungsanleitung zur planetaren Evolution. Vereinfachte Notausgabe Erde. Ein Gemeinschaftswerk von Mission Control. Und ich lese daraus zwei Begriffserklärungen vor, die eigentlich noch nicht mal spirituell sind, wie vielleicht manche jetzt vermutet hätten, sondern man kann sie auch als philosophisch betrachten. Es sind zwei Begrifflichkeiten, und zwar Wahrheit und Wirklichkeit. Die Wahrheit lautet, sie selbst sind die Wahrheit. Die Wahrheit liegt nicht außerhalb von ihnen. Auch wenn man ihnen beigebracht hat, das so zu glauben. Aus diesem Grund ist es absurd, sich bei der Suche nach der Wahrheit auf eine spirituelle Reise zu begeben. Genauso absurd ist es, diejenigen zu bestrafen, die nicht bei der Wahrheit bleiben. Schließlich hält sich auf diesem Planeten sowieso niemand daran. Und was das Philosophieren angeht, wie wollen Sie über die Wahrheit philosophieren? Sie würden die Wahrheit nicht einmal erkennen, wenn Sie sie auf der Straße über den Haufen gerannt hätten. Gleichzeitig ist das Messen der Wahrheit ein Versuch, sie zu beherrschen. Und das verstrickt sie alle noch tiefer in die Lüge. Die Wahrheit würde außerhalb von ihnen leben wie ein Feind, der kontrolliert werden muss. Wer die Wahrheit verherrlicht, sieht sie ebenfalls als etwas Getrenntes an. Ein Kampf um die Wahrheit ist so absurd, dass sie überhaupt keines Kommentars bedarf. Das jetzige krankhafte Verhalten im Zusammenhang mit der Wahrheit ist von der Angst in schlauer Weise manipuliert worden, um ihren Blick von der Wahrheit abzulenken. Auf diese Weise konnte die Angst ohne Unterbrechung und unentdeckt damit fortfahren, sie bei lebendigem Leibe aufzufressen. Aber keine Sorge, es gibt ein Heilmittel. Sie müssen nur für die Tatsache erwachen, dass sie selbst die Wahrheit sind. Wenn das Licht kommt, stirbt der Parasit und sie bleiben übrig und können wieder fröhlich das Kommando übernehmen. Ob ich das kurz kommentieren soll, ob das verständlich war. Die Wahrheit ist man selbst, ist die eine Aussage. Die zweite Aussage ist, dass wenn man die Wahrheit im Äußeren sucht, im Externen und nicht in sich selber, dass das sozusagen von der Lüge selbst kommt. Dass wir damit beginnen, die Wahrheit zu suchen, anstatt zu erkennen, dass wir sie gar nicht suchen brauchen, sondern dass sie immer da ist. Und dann kämpfen wir halt immer für die Wahrheit und währenddessen fühlen wir uns auch nicht gut und fühlen uns getrennt von der Wahrheit. Und dadurch entsteht Leid und in dem Moment frisst uns sozusagen die Angst auf. Also wir sind noch in einem Angstzustand, solange wir Wahrheit suchen und nicht erkannt haben, dass wir selbst die Wahrheit sind oder dass in uns die Wahrheit liegt und die nicht zu suchen brauchen. Ich weiß nicht, ob das immer noch nicht genug war, um das zu verstehen, oder um zu erkennen. Das muss natürlich sowieso jeder selber im Endeffekt machen, um zu erkennen, dass man selber die Wahrheit ist. Wie könnte man das für den Verstand jetzt dekodieren von einer Gehirnhälfte aus? Also wenn ich, als ich das gelesen habe, das war mir sofort glasklar eigentlich, aber das mit dem Verstand zu beschreiben ist schwierig. Ich glaube, vielleicht liegt auch genau darin die Krux, dass das mit dem Verstand überhaupt nichts zu tun hat. Und wir vielleicht einfach zu stark durch die Matrix darauf programmiert sind, mit unserem Verstand zu denken. Aber alles Externe ist eigentlich eine Illusion. Und da alles Externe eine Illusion ist, können nur wir die Wahrheit sein, weil wir das einzige Nicht-Externe sind. Alles Externe ist ein Bild, was generiert wird durch unsere eigenen Vorstellungen, wie das Externe ist. Also, das ist mein Kommentar dazu. Wirklichkeit. Dieses Wort ist schwer zu definieren, weil es so etwas in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das ist ja eigentlich eine perfekte Anknüpfung.
Damit meinen wir, dass es nicht eine einzige Wirklichkeit gibt, weder hier noch sonst wo. Es gibt so viele verschiedene Wirklichkeiten auf diesem Planeten Menschen, wie Menschen, die diese Wirklichkeiten hervorbringen. Was als globale Wirklichkeit gilt, ist nur eine Gruppenkonsens, nur ein Gruppenkonsens in einigen nebensächlichen Punkten. Also auch nur nebensächlichen Punkten. Darüber hinaus bildet jeder von ihnen für sich selbst die eigene Realität. Die Wirklichkeit, in der sie leben, ist lediglich eine audiovisuelle Demonstration dessen, worauf ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist. Das Universum nimmt an, dass ihre Aufmerksamkeit den Dingen gilt, die sie sich wünschen, und liefert ihnen in seiner Güte immer mehr von diesen Dingen. Wenn sie diese Dynamik verstehen würden, können sie etwa nie auf den blödsinnigen Einfall kommen, den Drogen den Krieg zu erklären. Sei denn natürlich, ihr Ziel wäre es, für noch mehr Drogen zu sorgen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, den Drogenhandel auszuweiten, als die Aufmerksamkeit aller Leute auf ihn konzentriert zu halten. Das gleiche Prinzip der Verstärkung gilt für alles, von dem sie glauben, dass sie es ablehnen. Aus genau diesem Grund kann auch kein Krieg gewonnen werden. Wenn sie dem Drogenmissbrauch wirklich ein Ende setzen wollen, wäre das beste Verfahren, sich nicht mehr auf den Umweg über ihre angebliche Ablehnung von ihm faszinieren zu lassen. Lassen Sie sich stattdessen von der Freiheit faszinieren, und Ihre Süchte werden auf natürliche Weise verschwinden. Das merke ich auch. Also es ist für mich überhaupt nicht mehr schwer. Also es ist jetzt eine kurze Unterbrechung, es geht eigentlich noch weiter. Es ist für mich überhaupt nicht mehr schwer, mich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, mich gesünder zu ernähren, weil ich halt meinen Süchten und allem Negative gar keine Aufmerksamkeit mehr schenke, sondern ich kann mich schon von Kind auf sehr einfach begeistern lassen. Ich lasse mich wirklich begeistern, faszinieren, wie das ist, wenn man halt so gesund ist und so weiter. Und durch diesen positiven Fokus kommt das eigentlich komplett nahezu ohne Anstrengung und einfach, ist einfach so ein Fluss. Das ist auch eine ganz nützliche Erkenntnis eigentlich. Ihre Süchte werden auf natürliche Weise verschwinden, um ihrer neuen Vorliebe Raum zu geben, weil sie die Macht der Schöpfung und ihr wahres Wesen erst noch verstehen müssen, richten sie. Nein. Moment, Zeile verrutscht. Raum zu geben. Weil sie die Macht der Schöpfung und ihr wahres Wesen erst noch verstehen müssen, richten sie ihre Aufmerksamkeit ständig auf Verleugnung anstatt auf Bekräftigung. Also auf was Negatives, auf Verleugnung von etwas, also etwas Schlechtes, was man nicht haben will, was man weghaben will. Und dadurch wird das Schlechte aber wiederum eigentlich nur verstärkt. Und das haben die meisten noch nicht verstanden. Das führt dazu, dass das Universum ihnen noch eine Extraportion von dem auftischt, da sie, wie sie glauben, nicht wollen. Also wenn man denkt, ich darf kein Fleisch mehr essen und so weiter, dann kommt das Universum und gibt den Teller Fleisch im Endeffekt. Im Endeffekt bist das gar nicht du sozusagen, der sich das dann weiter reinschiebt. Also wenn du halt Probleme hast mit schlechter Ernährung, der Teller, wo das gerade von ist, oder das Brot oder sowas, das ist eigentlich das Universum, was dir es gibt. Weil du deinen Fokus darauf legst, anstatt auf das Positive oder das, was man halt haben will. Manche von ihnen praktizieren zwar die Kunst der Bekräftigung oder Affirmation als Werkzeug zur Veränderung ihrer Realität, aber sie können Affirmationen nur vor sich hin plappern, bis sie blau anlaufen. Damit werden sie keinen Erfolg haben, solange sich ihre Aufmerksamkeit und ihre Identität nicht ebenso gewandelt haben und zu dem passen, was sie mit Affirmationen beschwören, hat das Universum keine andere Möglichkeit, als die eigentlichen verborgenen Wünsche zu erfüllen. Also die eigentlichen verborgenen Wünsche zu erfüllen, auf die ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist. Bis sie verstanden haben, welche Rolle ihre Aufmerksamkeit und ihr Identitätsgefühl bei ihrem Schöpfertum spielen, werden sie mit ihren Affirmationen höchstens ein paar verwirrende Zufallstreffer landen können. Es ist an der Zeit, dass sie ihre Kräfte weise einsetzen und Wirklichkeiten erschaffen, die ihrer eigentlichen Natur würdig sind. Das können sie tun, indem sie gut darauf achten, was sie dem Universum durch den veränderten Brennpunkt
ihre Aufmerksamkeit als Realitäten mitteilen und indem sie ihre Identitätsprojektionen durch geänderte Verhaltensweisen beeinflussen. Solange sie diese fundamentale Verschiebung nicht vollzogen haben, werden sie weiterhin die gleichen abgenutzten alten Anforderungen an ein Universum durchgeben, das erbarmungslos und liebevoll mit demselben alten, abgenutzten und oft giftigen Antworten darauf reagiert. Sehr theoretisch, das heißt, im Konkreten, wenn man die ganze Zeit halt den Fokus zum Beispiel auf Depressionen legt und ich habe Depressionen und so weiter, dann kriegt man auch die ganze Zeit weiterhin Depressionen aufgetischt und wenn man halt seinen Blick aufs Positive richtet, ich habe die Macht da auszubrechen und ich bin eigentlich ein ganz toller Mensch und eigentlich mögen mich Leute und dann strahlt man diese Energie auch ab und kriegt dann auch dementsprechend Reaktionen zurück. Also ich versuche das momentan relativ oft, dieses allgemeine Prinzip anzuwenden, wenn ich allein schon durch die Straßen laufe und dann halt mich erstmal von allem löse, besonders von allem Negativen löse, aber eigentlich von allem löse und mich komplett leer mache. Zu mehr tauge ich auch eigentlich nichts als völlige Leere, und das meine ich im ganz positiven Sinne. Schwierig zu verstehen vielleicht. Aber ja, entweder mache ich mich komplett leer oder ich mache es halt so, dass ich dann halt wirklich positive Dinge erwarte. Dass ich halt wirklich erwarte, dass mir positive Sachen geschehen, dass das Menschen nett sind und so weiter. Und ich werde automatisch selber dadurch auch schon nett. Vielleicht liegt da die Krux drin, dass man schon dadurch dann dankbar wird, weil man schon erwartet, dass das alles nett ist und dann selber nett ist und dadurch sind die anderen erst nett, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hat das bei mir bisher eigentlich immer funktioniert. Also das ist schon so ein universelles Gesetz und das wollte ich kurz teilen und erwähnen. Bis dann.